Die Ungleichheit in Deutschland steigt immer weiter an. Zwischen 1991 und 2016 stiegen die Einkommen der reichsten 10% um rund 35%. Die Einkommen der ärmsten 10% sanken im gleichen Zeitraum sogar leicht. Wir wollen in diesem Video der Frage nachgehen, was für Folgen diese steigende Ungleichheit für die Demokratie in Deutschland haben könnte. Zuerst einmal müssen wir aber den Begriff Responsivität verstehen. Responsivität meint die Bereitschaft von Politikern, auf den Willen der Bevölkerung einzugehen. Je höher die Responsivität in einem Land ist, desto eher setzt die Politik also tatsächlich die Interessen der Wähler um und desto demokratischer ist dieses Land auch. Systematisch verzerrte Entscheidungen. Die Responsivität der deutschen Politik von 1998 bis 2015. So heißt eine Studie aus dem Jahre 2016, welche eigentlich in den Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung einfließen sollte. Diese Studie macht nun aber etwas sehr Interessantes. Sie untersucht nicht nur allgemein die Responsivität der deutschen Politik, sondern sie teilt die Bevölkerung nach Einkommensgruppen auf. Das heißt, wir können hier einzeln gucken, wie stark die Politik auf die Wünsche der Reichen und wie stark sie auf die Wünsche der Armen eingeht. Beziehungsweise die ganz Reichen kann man hier gar nicht vernünftig erfassen. Die oberste Einkommensgruppe, die hier erfasst wurde, liegt bei 5.000 Euro und mehr. Das heißt, wie nun Millionäre und Milliardäre darüber einzeln denken, das erfasst die Studie leider nicht. Aber es ist schon ein relativ klarer Trend zu erkennen. Je weiter zwei Einkommensgruppen auseinanderliegen, desto größer sind natürlich auch ihre Meinungsverschiedenheiten, weil sie eben unterschiedliche wirtschaftliche Interessen haben. So unterscheiden sich die Einstellungen des untersten Perzentils und des zehnten Perzentils fast überhaupt nicht. Die Einstellung des reichsten und des untersten Perzentils unterscheiden sich allerdings sehr stark. So liegt beispielsweise die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur Ausweitung des Mindestlohnes fast durchgängig bei rund 80%. Nur in der obersten Einkommensgruppe bei über 5.000 Euro monatlich sinkt die Zustimmung auf nur noch 52%. Während die deutsche Bevölkerung sich bei diesem Thema eigentlich relativ einig ist, sind hier nur die Reichsten quasi gespalten, was ja auch logisch ist, da sie kein wirtschaftliches Interesse an einem höheren Mindestlohn haben. Bei der Zustimmung zur Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sieht es ähnlich aus. Bei einem Einkommen von unter 750 Euro liegt die Zustimmung bei nur einem Fünftel. Bei einem Einkommen von über 5.000 Euro bei zwei Dritteln. Die Einkommensgruppen über 3.000 Euro monatlich haben eine in etwa doppelt so hohe Zustimmung zur Rente mit 67 wie die Einkommensgruppen, die weniger als 3.000 Euro verdienen. Und die Rente mit 67 und die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in Form von Hartz IV sind ja Maßnahmen, die tatsächlich so beschlossen wurden. Genauso wie die Ausweitung des Mindestlohnes. Bei manchen Entscheidungen, wie der Einführung der Rente mit 67, ist die Responsivität, wie man hier sieht, überhaupt nicht gegeben. Eine solch extrem unbeliebte Entscheidung kann von der Politik aber trotzdem getroffen werden. Und jetzt stellt sich natürlich allgemein die Frage, ob sich dieses Muster, was wir bei diesem paar Beispielen hier gesehen haben, also dass Entscheidungen, die eher den Reichen nutzen, auch eher umgesetzt werden, sich auch bei allen anderen Entscheidungen zeigt. Und das hat die Studie empirisch ausgewertet. Allgemein lässt sich sagen, dass es zwar eine sehr geringe Korrelation zwischen der Zustimmung der Bevölkerung zu einer Politikänderung und der Umsetzung dieser Politikänderung gibt, dass diese Korrelation aber sehr, sehr gering ist. Die Meinung der Bevölkerung hat auf das Handeln der Politik einen ziemlich geringen Einfluss, was unserer Demokratie jetzt allgemein kein gutes Zeugnis ausstellt. Noch interessanter ist allerdings die Tatsache, dass die Meinung der untersten 10% keinen Einfluss auf die Politik hat. Was die Ärmsten denken, das ist vollkommen egal. Egal wie hoch ihre Zustimmung zu einer Politikänderung war, die Politikänderung bleibt bei allen Zustimmungswerten der untersten 10% gleich wahrscheinlich. Es gibt in der Bevölkerung aber eine Gruppe, deren Meinung einen sehr großen Einfluss auf die Politik hat, nämlich die Meinung der reichsten 10%. Beziehungsweise der 10% mit dem größten Einkommen. Es gibt hier eine stark positive Korrelation zwischen der Zustimmung dieser Bevölkerungsgruppe zu einer Politikänderung und ihrer Umsetzung.
Wenn die reichsten 10% eine Politikänderung gar nicht gut finden und komplett ablehnen, dann kommt diese Politikänderung tatsächlich nur mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20%. Gleichzeitig, wenn sie eine Politikänderung allerdings gut finden und zu 100% befürworten, dann hat diese Politikänderung eine Umsetzungschance von über 70%. Es gibt hier also eine, zwar keine 1-zu-1-Korrelation, aber eine relativ starke Korrelation zwischen der Zustimmung der reichsten 10% und der Umsetzung einer Politikänderung. Es wäre in diesem Kontext bestimmt auch interessant zu erfahren, wie die Korrelation zwischen der Zustimmung bei den reichsten 0,1% und der tatsächlichen Umsetzung einer Politikänderung ist. Denn die reichsten 10% sind ja schon noch eine relativ breite, relativ heterogene Bevölkerungsgruppe, wo auch ein Großteil tatsächlich von eigener Hände Arbeit lebt. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie das bei den ganz Reichen so ist, ob da die Korrelation noch höher wäre. Passenderweise schreiben die Autoren der Studie bei der Diskussion ihrer Ergebnisse dazu auch Folgendes. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass die Einkommen politische Meinungen beeinflusst. Einkommensarme Befragte wünschen sich in einer Vielzahl der Fälle andere Entscheidungen der Politik als ihre besser verdienenden Mitbürger. Dies gilt insbesondere für die Außen-, aber auch für die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Darüber hinaus konnten wir erstmals für Deutschland nachweisen, dass politische Entscheidungen mit höherer Wahrscheinlichkeit mit den Einstellungen höherer Einkommensgruppen übereinstimmen, wohingegen für einkommensarme Gruppen entweder keine systematische Übereinstimmung festzustellen ist oder sogar ein negativer Zusammenhang. Was Bürger mit geringem Einkommen in besonders hoher Zahl wollen, hatte in den Jahren 1998 bis 2013 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umgesetzt zu werden. In Deutschland beteiligen sich Bürger mit unterschiedlichem Einkommen nicht nur in sehr unterschiedlichem Maß an der Politik, sondern es besteht auch eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen. Damit droht ein sich selbst verstärkender Teufelskreis aus ungleicher Beteiligung und ungleicher Responsivität, bei dem sozial benachteiligte Gruppen merken, dass ihre Anliegen kein Gehör finden und sich deshalb von der Politik abwenden, die sich in der Folge noch stärker an den Interessen der Bessergestellten orientiert. Das für die USA nachgewiesene Muster von systematisch verzerrten Entscheidungen trifft auch auf Deutschland zu. Hier wird eine mögliche Ursache für die beobachteten Zusammenhänge genannt, nämlich dass arme Leute seltener zur Wahl gehen und sich auch weniger an Parteien beteiligen. Das könnte man lösen, indem man schlicht und ergreifend umverteilt, also das Einkommen von armen Leuten steigert, sodass sie auch mehr Zeit und Muße haben, um sich an politischen Prozessen zu beteiligen. Es wird hier ja sogar von einem Teufelskreis gesprochen. Es bräuchte für Ärmere bzw. für einfache Arbeiter überhaupt erst wieder mal eine Partei, die sich für sie einsetzt und die sie wählen könnten. Das haben wir in Deutschland im Moment ja schlicht und ergreifend nicht. Es gibt keine große sozialdemokratische Partei, wie beispielsweise in den 70er Jahren die SPD, die man wählen könnte und die sich dann für die eigenen Interessen einsetzt, für niedrigere Steuern auf Arbeit oder für ein besseres Sozialsystem, für bessere Bildung, für Investitionen in öffentliche Infrastruktur. Halt all diese Dinge, für die klassische sozialdemokratische Politik sich mal eingesetzt hat. Das gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Und es gibt, ja, bei den herrschenden Politikern auch ein ziemlich großes Interesse daran, dass so eine Partei nicht wieder entstehen kann, da es ja eine Alternative zu ihrer Politik gäbe. Förderlich für das Entstehen einer solchen Partei wäre sicherlich die Abschaffung der 5%-Hürde. Wenn wir die Auswahl zwischen mehr Parteien hätten, dann könnte sich über die Zeit im Bundestag eine sozialdemokratische Alternative etablieren, die man wählen könnte und die sich dann tatsächlich für die eigenen Interessen einsetzen würde. Eine weitere Maßnahme, die Deutschland demokratischer machte und die Responsivität erhöhte, wären Volksabstimmungen auf Bundesebene. Die Responsivität liegt hier, zumindest wenn man nur die Wähler betrachtet, die an so einer Volksabstimmung teilnehmen, bei 1:1. Hier haben wir zwar auch das Problem, dass vor allem arme Leute nicht zur Wahl gehen, aber es wird zumindest mal exakt das umgesetzt, worüber auch abgestimmt wird. Es gibt keinen Umweg über Parteien, die sich dann irgendwie korrumpieren lassen oder doch irgendwas anderes umsetzen wollen, sondern es wird exakt das umgesetzt, worüber abgestimmt wird. Der Wille des Volkes wird 1:1 umgesetzt. Diese Studie liefert also ziemlich brisante Erkenntnisse und auf Basis derer kann man ziemlich weitreichende politische Forderungen aufstellen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Studie eigentlich dazu gedacht war, in den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung einzufließen. Nun, zentrale Ergebnisse wie, dass Reiche die Politik eben stärker beeinflussen als Arme, wurden dann aus dem Armuts- und Reichtumsbericht wieder rausgestrichen, weil der Bundesregierung das nicht so gut gefallen hat.
Ja, ihr habt richtig gehört. Die damalige schwarz-rote Koalition unter Angela Merkel hat einfach die zentrale Erkenntnis dieser Studie mal eben aus dem Armuts- und Reichtumsbericht rausgestrichen, weil das politisch nicht so opportun war. Aber die Studie ist ja trotzdem öffentlich zugänglich. Ihr könnt sie auch euch in der Beschreibung ansehen und dann eure eigenen Schlüsse daraus ziehen. Meine Meinung bleibt auf jeden Fall relativ klar. Deutschland muss demokratischer werden. Und da der Neoliberalismus unsere Demokratie in den letzten 4 Jahrzehnten durch die immer weiter zunehmende Ungleichheit ziemlich stark angekratzt hat, braucht es eine neue, starke, linke Partei, die sich tatsächlich wieder für die Interessen der Mehrheit einsetzt und nicht für die Partikularinteressen einiger reicher Leute.